In dieser Spielform wollen wir die Pressing-Resistenz erhöhen. Gerade unsere Verteidiger sollen unter hohem Druck Möglichkeiten finden, diesem zu entgehen. Unser Spielfeld ist in zwei Hälften à 16x11 Meter eingeteilt. Beide Hälften teilen sich eine Mittelzone, in der unsere Pressing-Spieler starten. Die Spieler, die im roten Feld pressen, stehen dabei auf den entfernten Hütchenpositionen, um so einen längeren Anlaufweg zu haben. Das Coaching-Team hat die Aufgabe, einen zugepassten Ball zu kontrollieren und in den eigenen Reihen zu halten, bis jeder Spieler einmal am Ball war. Dies sind die Spieler, die hier in der roten und der grünen Zone stehen. Danach dürfen sie das Spielfeld per Pass wechseln. Dies können sie per direkten Pass in die andere Zone tun, dürfen aber auch einen Nachrücker anspielen, der sich aus dem anderen Feld ins Zentrum gelöst hat. Das anfängliche 3 gegen 2 entwickelt sich so zu einem 4 gegen 2. Der einzelne Nachrücker darf jedoch nur zum Felderwechsel angespielt werden, nicht um die eigenen Kontakte im Feld sicherzustellen. Wird das Feld gewechselt, wechseln auch die Pressing-Spieler. Diesen geben wir die Anweisung, mit vollem Risiko und unbeachtet von Defensivverhalten zu agieren. Da wir hier die Überzahl Spieler schulen wollen, benötigen wir maximalen Druck und Geschwindigkeit ohne Berücksichtigung von taktischem Defensivverhalten. In einer Variation nehmen wir den Überzahlspielern die Möglichkeit, den vierten Spieler im Zentrum anzuspielen. So bleibt das 3 gegen 2 bestehen und das Coaching-Team muss schnellere und einfachere Lösungen finden, um sich dem Pressing zu entziehen. Achtet darauf, schnellstmöglich Dreiecke zu bilden, um Passkombinationen zu öffnen. Steht dabei zunächst so breit wie nötig und so tief wie möglich. Forciert beim Felderwechsel stets den tiefen Ball, um am meisten Raumgewinn zu generieren, und arbeitet im Steil-Klatsch-Prinzip. Haltet unter der kompletten Druckphase immer den Blick in die Tiefe.